Der Flughafen Hannover bei Nacht. Tower, guten Abend. Behind next landing 737 on short final lineup runway 27 right behind. Man hat natürlich so gegen 3 Uhr irgendwie so ein biologisches Tief, wo der Körper einfach runterfährt und dann merkt man, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen kalt wird und die Müdigkeit kommt. Catering ist noch nicht da. Nein, noch nicht. Der einzige im Norden mit 24 Stunden Betrieb. Guten Tag, Zollkontrolle. Kommen Sie noch mal einmal zu mir? Eigentlich ist es so ein bisschen immer der Duft der großen, weiten Welt. Die Flieger kommen und gehen und die Passagiere, die Menschen sind hier auf dem Sprung, fliegen von A nach B. Und das hat immer eine kleine Faszination. Mit mehr als 61.000 Starts und Landungen ist der Flughafen Hannover Niedersachsens größter und der einzige im Norden mit Nonstop-Flugbetrieb. Annike F. 26 und Max F. 29 Jahre alt haben beide hier am Flughafen die Ausbildung beim Zoll gemacht. Guten Tag, Zollkontrolle. Kommen Sie noch mal einmal zu mir? Reisen Sie zu zweit? Ja, alleine? Zu zweit? Dann kommen Sie auch gerne noch mal dazu. Dann würde ich Sie bitten, einmal alles aufs Band zu legen, bitte. Genau, alles hintereinander weg. Die kleinen Taschen kommen hier rein. Kleine Umhängetaschen. Sie kommen jetzt woher? Aus der Türkei, Istanbul. Istanbul direkt? Nee, aus Ankara. Aus Ankara vorher. Okay, Handy muss nicht. Die andere kleine Tasche haben wir noch. Kleinen Moment warten, der Kollege guckt sich einmal die Bilder an. War das alles? Die beiden jungen Männer waren im Urlaub. Das hier, was ist da drin? Schuhe. Schuhe? Was haben die gekostet? 760 Euro. 760 Euro. Gehen wir mal hier an den ersten Tisch bitte einmal. Das gesamte Gepäck, Können Sie trotzdem einmal erstmal aufnehmen. Nehmen Sie das ruhig alles auf. Osan und Taifun sind Fahrlehrer. Ich habe ja 2 Wochen Geburtstag. Dachte ich mir, ich hole mir ein paar neue Schuhe. Habe die von meiner Schwester und tatsächlich von ihm bekommen. Ein Geschenk, das er wegen des Wertes hätte angeben müssen beim Zoll. Wusste ich nicht. Ich habe es dort gekauft, der hat mir auch nichts gesagt. Ich habe es einfach gekauft, deswegen bin ich auch voll locker hier reingespaziert. Deswegen hat mich das gar nicht so interessiert. Gut, Sie haben es ja jetzt auch offen getragen, aber Ihre reisefreien Mengen kennen Sie? Weiß ich gar nicht, wie viele? Nicht? 430 Euro. Echt? Pro Person, genau. Ja. Okay, ja. Wusste ich gar nicht. Ja. 21.600 türkische Lira haben die Schuhe gekostet. Also hier werden quasi noch mal geschildert, wie Sie sich entscheiden müssen. Ne? Hier einmal für Reisende ab 15 Jahren haben Sie eine Freimenge von 430 Euro, ne? Damit Sie da Bescheid wissen. Okay. Aber dann machen wir das einmal ganz kurz. Wir rechnen einmal aus, was Sie zahlen müssen. Sie müssen jetzt auf den Cent genau berechnen, was der Turnschuhfan am Einfuhrzoll nachzahlen muss. Auf den 3 Start- und Landebahnen, Kontrollfahrt von Verkehrsleiter Thorsten Hell. Nachts mit einem besonderen Fokus. Hannover Turm, schönen guten Abend. Der Airport 1, dann einmal bitte die Beleuchtungskontrolle. Der Tower. Airport 1, Hannover Rollkontrolle, schönen guten Abend. Dann bitte einmal über Charlie, Alpha und Echo zum Rollhalt bis zum 09 rechts. Fahrt ist genehmigt bis zum Rollhalt der 09 rechts über Charlie, Alpha und die Echo. Der 60-Jährige verantwortet als einer von 13 Verkehrsleitern alles, was auf den Rollfeldern passiert. Flugzeuge haben dabei immer Vorfahrt. Ist die Mittellinie richtig befeuert? Die Seitenlinien? Sind da keine Lichter ausgefallen? Airport 1, Sturm. Airport 1. Airport 1 hat jetzt in 2 Minuten noch mal einen Abflug. Das heißt, erstmal über Charlie verlassen die Piste, danach habt ihr aber alle Zeit der Welt. Okay, über Charlie verlassen, Wilco. Ja, wir haben jetzt vom Turm die Aufforderung gekriegt, jetzt über den nächsten Taxiway, das ist der Taxiway Charlie, die Piste wieder zu verlassen, weil er einen Abflug hat. Und das machen wir jetzt. Das geht jetzt hier links rein. Alle Taxiways sind hier bezeichnet nach dem internationalen Alphabet. Das ist so wie in einer Stadt die einzelnen Straßennamen bezeichnet werden. Und so haben wir da immer eine genaue Orientierung, auf welchem Taxiway wir uns befinden. Uns kommt jetzt hier gerade eine Maschine entgegen, die wird dann direkt auf uns zufahren und dann dicht vor uns nach rechts abdrehen und dann wieder zum Anfang der Piste fahren. Ja, und Echo. Thorsten Höll ist seit 35 Jahren am Flughafen.
Ich achte jetzt hier, ob irgendwelche Beschädigungen an dem Taxiw sind, oder wir fahren jetzt ja hier gleich auf die Nordbahn rauf, ob Beschädigungen an der Nordbahn sind, ob da Fremdkörper rumliegen, die da nicht hingehören, die dann zum Beispiel ins Triebwerk eingesaugt werden können oder die sich dann in die Reifen setzen können, sodass ein Reifenplatzer entsteht, siehe Concorde damals in Paris, als die abgestürzt ist. Ja, und ob die ganze Beleuchtung funktioniert, ob alle Lampen arbeiten. Man muss konzentriert sein und sagen, ah, in diesem Bereich müssen die Lampen die Farben haben. Und jetzt hier zum Beispiel habe ich hier Rot und Weiß und jetzt kommt das nächste, das Grün. Das heißt, hier beginnt die Schwelle, also ab hier darf gelandet werden. Dann habe ich wieder Weiß und Rot. So wechselt sich das alles immer ab. Nach einer halben Stunde beendet der Verkehrsleiter vom Dienst seine Lichtkontrollfahrt. Keine Auffälligkeiten. Ein paar Nächte vorher. Airport 3, befahren Golf und Foxtrot genehmigt, inklusive Kreuzen der 09 Center. Das war das Fahrzeug, das hat sich jetzt freigemeldet von der Landebahn und ich habe ihm die Freigabe gegeben, über die entsprechenden Rollwege zurück zum Vorfeld zu fahren. Denn das ist alles unser Zuständigkeitsbereich und jedes Fahrzeug, jedes Flugzeug, was sich daran bewegen möchte, braucht die entsprechende Freigabe von uns dafür. Quality 4 Sierra Lima, you were actually cleared via November, now line up via Mike and taxi forward to the threshold. Quality 4 Sierra Lima, line up via Mike and taxi forward to the threshold. You were actually cleared via November. Taxi via Mike and then taxi to the threshold, Quality 4 Sierra Lima. Christoph Lampe kontrolliert als Fluglotse mit den Kollegen heute Nacht an die 10 Flugzeuge. Im Sommer sind es weit über 30. Der größte Spaß ist und auch gleichzeitig die größte Herausforderung ist eigentlich die Dunkelheit. Und das ist ja letztendlich der entscheidende Unterschied zum Tag. Man kann die Flieger deutlich schlechter sehen. Man sieht nur die Beleuchtung, man kann keine Umrisse sehen. Am Tag würde man vielleicht mal das Fernglas zur Hand nehmen und überprüfen, ob das Fahrwerk korrekt ausgefahren ist im Anflug oder ob einem sonst irgendwas auffällt am Flugzeug. Das ist natürlich nachts eher nicht möglich, wenn alles dunkel ist und man außer das Licht nicht viel erkennen kann. Von ihren Entscheidungen hängen Menschenleben ab. Deshalb gibt's nach 3 Stunden die erste Pause. Als nächstes meldet sich jetzt gleich die SunExpress 8 November Foxtrot, das ist das Rufzeichen. Die kommen aus Izmir in der Türkei und werden gleich auf meine Frequenz geschickt, um dann die Landefreigabe von mir zu bekommen. SunExpress 8 November Foxtrot, Hannover Tower, hallo, Wind 300 degrees, 2 knots, runway 27 right, clear to land. Seit 11 Jahren ist Christoph auf dem Tower, wurde hier auch ausgebildet. Dieser Bildschirm ist unser Flugplan-Datensystem, da laufen alle Flugpläne, die wir von den Airlines bekommen, automatisch ein. Hier kann man jetzt auch diese SunExpress sehen, der ich gerade die Landefreigabe gegeben habe. SXS ist das Kürzel für SunExpress und dahinter die jeweilige Flugnummer. Der ist jetzt hier vorne grün markiert, weil ich ihm die Landefreigabe gegeben habe. Dann hinterlege ich das im System so. Wenn dieses System mal ausfallen sollte und da keine digitalen Flugpläne mehr einlaufen, dann hätten wir hier unsere Flugplanstreifen. Ganz klassisch, wie man die auch aus dem Film kennt. Da würden wir uns dann die entsprechenden Details ausdrucken lassen und für die, die wir nicht automatisch bekommen, auch per Hand aufschreiben, wenn wir nur Daten per Telefon zum Beispiel bekommen würden. Und dann wäre das unser Ersatzsystem, mit dem wir dann arbeiten würden, bis das Originalsystem wieder funktioniert. Ich habe in den letzten 11 Jahren einmal damit arbeiten müssen. Quality 4 Sierra Lima, Hannover Tower, guten Abend, behind next landing 737 on short final, line up runway 27 right behind. Eine andere Nacht. Es ist gegen 4 Uhr. Kapitän Jan Heuer und sein First Officer sprechen mit der Crew über den Flug, der vor ihnen liegt. Morgen. Hallo. Seid ihr durch mit Briefing? Ja. Okay, super. Also, einmal ich höre es dann zurück. Wetter hier ist wieder trocken. Bleibt auch so. Wenn wir Top of Climb erreichen, also sprich nach 25 Minuten ungefähr, wird es ein bisschen wackeln. Aber nur so für 10 Minuten. Mhm. Und dann sind wir da durch. Und dann soll es ruhig sein bis Jerez. Jerez Wetter ist schön, 30 Grad heute. Die gesamte 6-köpfige Crew kommt aus Hannover und Umgebung. Jetzt müssen sie etwa 160 Passagiere nach Spanien bringen. Supermond haben wir heute Nacht. Wir haben Vollmond, ne? Oder Vollmond. Bei First Officer Jonas Niemann klingelte der Wecker um 2.30 Uhr. Also wir haben halt viele Dienste, die morgens um diese Uhrzeit beginnen. Man gewöhnt sich mit der Zeit ein bisschen dran.
hat alles Vor- und Nachteile. Also wir sind halt 24 Stunden hier verfügbar und können immer wieder auch nach Hannover zurück, kommen immer wieder nach Hause, was auch nichts, ist auch was Besonderes. So hat der 36-Jährige durch die Wechselschichten auch mal tagsüber Zeit für die beiden Kinder. Ich komme ja morgens aufs dunkle Flugzeug drauf und muss natürlich die ganzen Systeme schauen und checken und programmiere die Route ein. Und ja, jeder Schalter hat zu jeder Flugphase seine Position, die er haben muss. Und das muss ich morgens halt einmal durchgehen und alles eingeben. Interphone funktioniert. Ob Nachtschicht oder tagsüber, Kabinencrew-Mitglied Maren Brilas Ablauf ist immer gleich. Zum Checken haben wir unser iPad. Da ist ein Programm drauf, wo wir sehen können, auf welchem Flugzeugmuster wir sind und was wir zu checken haben auf der jeweiligen Station, auf der wir arbeiten. Ich bin jetzt hier vorne auf der Station und dann muss ich mit meinem iPad abgleichen, was ich hier im iPad habe. Das muss hier auch vorhanden sein in der Anzahl und in dem Zustand, in dem es für unsere Sicherheitsvorschriften sein muss. Und das wird hier morgens überprüft. Hier ist unsere Rauchschutzhaube, eine Notfalltaschenlampe, die Schwimmweste für die Crew. Wir haben eine andere Farbe als Crew, damit die Gäste uns erkennen können. Das ist hier bei beiden Fächern gleich für jeden Flugbegleiter, der hier vorne arbeitet. Und dann haben wir hier, das ist für uns eigentlich das Wichtigste, weil Feuer an Bord, das ist, wo wir am allermeisten uns drum kümmern und geschult werden. Unseren Feuerlöscher, noch so Handschuhe, Schutzhandschuhe. Und das müssen wir dann hier vergleichen, ob das da ist. Und vorher dürfen wir auch nicht los. Kapitän Jan Heuer fliegt seit einem Vierteljahrhundert. Seine Boeing 737 steht schon vollgetankt bereit. Jetzt gucke ich, ob das Fahrwerk keine Vogelschläge zum Beispiel hat, ob die Reifen in Ordnung sind, nicht zu abgefahren und einfach wie der Gesamteindruck ist. Vor allem hier vorne muss man dann doch gucken, ob da irgendwo zum Beispiel ein Vogel oder so eingeschlagen ist beim vorigen Flug. Und ansonsten unsere Messsysteme, die wir alle haben am Flugzeug, die müssen alle einwandfrei sein. Ich habe schon mal einen halben Zementsack da drin gefunden, nach der Landung irgendwo in Tunesien. Aber das kann alles Mögliche geben. Das ist viel Sog hier. Und wenn die Flugzeuge einrollen, kann hier alles Mögliche mit eingesogen werden. Und nur um sicher zu gehen, dass da nichts ist. Zurück beim Zoll. Diese beiden Reisenden gingen bei ihrer Ankunft aus der Türkei mit einem paar neu gekauften Luxus-Sneakern durch den grünen Eingang. Der bedeutet, nichts zu verzollen. Mehr als eine 500.000 Euro Einfuhrzoll wurden am Flughafen im vergangenen Jahr eingezogen. 30,2231 ist der Umrechnungskurs. Okay. So, dann haben wir einen Wert von 21.600 türkische Lire. Da sind wir knapp drüber. Ja. Für Pauschalieren jetzt. Es wird ein bisschen länger dauern, da der Wert, wir können bis 700 Euro pauschalieren, das ist die Kurzvariante für Ihre Ware. Sie sind aber umgerechnet bei 714,69 Euro. Das heißt, wir müssen einen Beleg schreiben, eine richtige Zahlanmeldung über unser System. Es wird ein bisschen länger dauern. Der Kollege fängt jetzt schon mal an. Haben Sie Abholer draußen? Ja. Wenn Sie wollen, wir brauchen auch nur eine Person, wir haben sonst Ihre Daten. Wenn Sie erstmal rausgehen wollen, Hallo sagen wollen etc., können Sie das gerne tun. In der Zeit würden wir hier die Belege fertig machen oder Sie warten. Aber es dauert 10 bis 15 Minuten. Durch den Zoll für Waren aus dem Ausland stärkt der Staat unter anderem den Wert der einheimischen Produkte. Da sind wir wieder. Super. Sehr gut. Setzen Sie sich gerne noch. Das dauert ein bisschen noch, die Bearbeitung der Belege. Wer lesen kann, ist ein Vorteil, das stimmt. Aber ist mir gar nicht aufgefallen. Also, wo ich hier rausgekommen bin, ist mir nichts aufgefallen. Deswegen. Aber ja, wenn es so ist, dann ist es so. So, dann können Sie einmal aufstehen. Ja, also. Hast du einmal den Einfahrtplanbescheid? Perfekt. Also, ist jetzt ein bisschen viel Papierkram. Ihre Rechnung, Schuhe kriegen Sie gleich, wenn Sie bezahlt haben. Und zwar haben wir einen Einfuhrabgabenbescheid jetzt gefertigt. Da kommen folgende Kosten auf Sie zu. Und zwar einmal Zoll, 25,01 Euro. Und Einfuhrumsatzsteuer, quasi die 19%, 140,54 Euro. Das macht einen Gesamtbetrag
Betrag von 165,55 Euro nur Einfuhrabgaben. Da Sie das jetzt quasi nicht angemeldet haben und durch den grünen Kanal gegangen sind, nicht durch den roten Kanal, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, kommt nochmal ein Zuschlag in gleicher Höhe drauf. Ist keine Strafe, ist ein Zuschlag. Und da kommt man dann auf einen Gesamtwert von 331,10 Euro, die Sie jetzt hier nochmal entrichten müssen. Okay. Ja? Sie mit der Karte ein bisschen. Ja, ganz wichtig. Sie haben jetzt einen Einfuhrabgabenbescheid mit. Den bitte aufbewahren, bis Sie mindestens zu Hause sind, weil wir haben noch draußen zivile Einheiten, die auch kontrollieren. Nicht, dass Sie dann doch mal doppelt bezahlen müssen. Ne? Ja? Und das ist jetzt auch die Nachricht, dass Sie es versteuert haben. Bitte schön und schönen Tag Ihnen noch. Ne? Nächstes Mal, wir gehen immer durch Rot. Dann immer durch Rot, genau. Wenn man Fragen hat. Auch wenn wir nichts haben, geht trotzdem durch Rot. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen stressfreien Arbeitstag. Kommen Sie gut nach Hause. Ich ne? Nicht mehr, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Perfekt. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Genau, rechts. Carsten Brumund ist Schichtleiter im Tankteam. Die Aufgabe, die Flugzeuge in Hannover rund um die Uhr betanken. Heute Nacht herrscht Personalmangel. Deshalb fährt er selbst einen der vier Tankwagen. Speziell bei dem Wetter ist es so, dass wenn man die Lichteinflüsse, die Scheinwerfer, die Reflexion durch das Regenwasser sehr stark sind. Und das beeinträchtigt einen schon. Und das verlangt im Prinzip noch viel mehr Aufmerksamkeit beim Fahren. Aber das ist vermutlich wie im normalen Straßenverkehr. Hier ist halt nur so, dass rollende Flugzeuge immer Vorrang haben und man muss sehr genau darauf achten, ob ein Flugzeug reinrollt, ob es rausgepusht wird. Und das macht die Sache ein wenig spezieller als im Straßenverkehr. Dieses Flugzeug hat 9000 Liter geordert. Um die 10 Kilogramm wiegt der Tankschlauch. Der 60-jährige Schichtführer ist schon seit 33 Jahren am Flughafen. Das mehrmals am Tag ist halt schon. Vor jeder Betankung der Warentest. Wasser und Kerosin in den Tanks, das würde nicht funktionieren, da könnte das Flugzeug abstürzen im Prinzip. Also Wasser und Kerosin ist keine gute Verbindung. Deshalb muss das regelmäßig überprüft werden, also während der Einlagerung, während der Auslagerung und bei der Betankung entsprechend, ob die Ware wasserfrei ist. Dazu befülle ich halt das Schauglas, nehme mir eine entsprechende Kapsel. Da ist kein Wasser drin, definitiv. Wasser im Kerosin könnte in Flughöhe vereisen und dazu führen, dass die Triebwerke ausfallen. Nach einer knappen halben Stunde ist dieses Flugzeug vollgetankt. Zurück im Tanklager. Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn das Nachtflugverbot auch in Hannover gelten würde, weil Schichtdienst oder Nachtdienst grundsätzlich nicht unbedingt gesundheitsfördernd. In 3 Jahren wird Carsten Brumund in den Vorruhestand gehen. Und trotz der vielen Nachtschichten auch einiges aus seinem Berufsleben vermissen. Macht Laune, weil das Wetter nicht immer so ist wie heute. Es gibt auch ganz tolle Momente, wenn man auf dem Vorfeld steht, die Flieger starten und landen sieht. Am besten so beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Das sind immer noch Momente, wo ich sage, ja, es gibt definitiv schlimmere Jobs, in irgendeiner Fabrik zu arbeiten. Und das macht den Reiz definitiv aus, das zu sehen und das zu erleben. In dieser Nacht betankt der gelernte Kfz-Mechaniker noch 6 weitere Flugzeuge. Nachtflüge stehen in der Kritik. Seit Anfang 2020 gilt für Hannover eine Nachtflugregelung. Die Einhaltung kontrolliert der Verkehrsleiter. Wir haben eine richtige große Datenbank von allen Flugzeugen, die hier starten und landen, wo die Lärmgrenzwerte genau drin festgehalten sind. Und dann darf das Flugzeug, was dann sozusagen vielleicht zu alt oder zu laut ist, nicht starten und landen. Dieses Flugverbot setzt der Verkehrsleiter auch immer wieder durch und verschiebt den Abflug notfalls bis zum nächsten Morgen. Noch 20 Minuten, bis die Boeing 737 Richtung Jerez startet. Seit 26 Jahren arbeitet Cabin Crew Member Maren Brieler im Schichtdienst. Und hier in diesem Fach, das ist immer das Fach, was für Belustigung sorgt bei den Gästen, weil wir das auch manchmal aufmachen müssen, wenn hier Gäste sitzen. Das ist immer der Running Gag, das ist wahrscheinlich der Dachboden. Und das ist auch eigentlich ganz, ist auch ein bisschen so, unser Dachboden hat das Emergency Medical Kit da, das
darf eigentlich nur ein Arzt dran. In ganz bestimmten Ausnahmefällen dürfen wir es auch. Da ist ein Ampullarium drin und alles Mögliche. Kann man fast einen Operationssaal draus machen. Dann haben wir hier so Verlängerungsgurte. Und das hier ist auch ganz wichtig, ist unsere Sauerstoffflasche mit den dazugehörigen Masken. Da müssen wir zum Beispiel morgens auch schauen, ob der Druck der Sauerstoffflasche in Ordnung ist und übereinstimmt. Manchmal müssen wir dann so ein bisschen klettern. Hier oben haben wir noch ein anderes Kit mit Medikamenten, da dürfen wir auch ran. Und hier ist unser beliebtes Demo-Kit. Das haben wir dann nachher, um unsere Vorführung zu machen. Das gab es ja früher auf Video. Mittlerweile machen wir das selber. Und das ist das Demo-Kit. Und das müssen wir hier dann hinterher wieder reintun, wenn die Gäste schon an Bord sind. Und da kommt es dann immer zum Tragen mit dem Dachboden. Der Witz. Zurück beim Kapitän Jan Heuer. Das ist das sogenannte Wheelwell. Also das ist der Bereich im und unterm Flugzeug, wo jetzt hier sehr, sehr wild die ganzen Hydraulikleitungen aussehen. Das folgt aber trotzdem einem Muster. Und hier gibt es bestimmte Bereiche, die ich angucken muss. Da hinten sind zum Beispiel so zwei runde Kugeln. Das sind die Feuerlöscheinrichtungen für die Triebwerke. Dann gibt es hier natürlich das gesamte Fahrwerkkonstruktion und die Mechanik, die dahinter steht. Und das muss eben alles einen guten Eindruck, einen ordentlichen Eindruck machen. Da darf nichts irgendwie tropfen oder irgendwie in einer anderen Form nicht normal sein. Insofern, man guckt einmal drüber und hat dann mit den Zeit einen Blick dafür. Und das ist das, was ich mir einmal angucke. Noch eine Viertelstunde bis zum Abflug. Und an Bord des ausgebuchten Ferienfliegers gibt es ein Problem. Catering ist noch nicht da? Nein, noch nicht. Nee? Okay, alles klar. Um die Uhrzeit gehen zwischen 4 und 5 TUI-Maschinen gleichzeitig raus. Und in dem Moment ist dann tatsächlich viel los für die. Aber die sollten in der Regel eigentlich vor Abflug noch kommen. So in 10, 15 Minuten müssten sie da sein. Das Besondere ist, dass wir ja, viel im Dunkeln, dieser nächtliche Stress da ist. Das ist halt wirklich zu merken. Rudolf? Ramp-Agent Florian Rudolf ist der Problemlöser in solchen Fällen. Genau. Koordiniert die Flugzeugabfertigung und kommuniziert mit den unterschiedlichen Dienstleistern. Ah, okay. Ah, okay, kein Problem. Super. Danke dir. Ciao. Also kommt gleich dadurch, dass sie die Maschinen gewechselt haben. Ach so, okay. Wusste der noch nicht, der ist die Nacht alleine unterwegs und der kommt dann gleich. Ja, kein Problem. Passt. Perfekt. Gut. Super. Eine weitere Nacht. 80 Mitarbeiter kümmern sich tags und nachts um das Bepacken und den Transport der Flugzeugtrolleys, die mobilen Schränke der Crews. Carlos Medina ist einer von ihnen. Geboren auf den Kapverdischen Inseln, arbeitet der 47-Jährige hier als Fahrer. Heute Nacht wird er 5 Flugzeuge beliefern. Tages ist es ein bisschen schwierig, weil die Maschinen kommen. Und dann haben sie 45 Minuten Bodenzeit und dann müssen sie weiterfliegen. Das ist noch stressig, besonders in Hochsaison. Die Schicht, wenn alle anderen schlafen und er in Ruhe packen kann, ist seine Lieblingsschicht. Das Essen darf maximal 5 Grad warm sein. Lebensmittelsicherheit. Von der Zentrale bekommt Carlos Medina für jedes Flugzeug die exakte Anzahl an Trolleys, die er liefern muss. Es fehlt mir eine Crew-Trolley und eine Waste. Crew-Trolley sollte immer 2 Schubladen sein. Perfekt, perfekt. Und sauber. Und eine Waste mit Tüte. So, jetzt bin ich fertig. Die Spezialfahrzeuge haben Hebebühnen, mit denen die Trolleys sowohl vorne als auch hinten ins Flugzeug geladen werden. Diese Pimmel sollte ungefähr bei der Tür, linke Seite, dass man mit dem LKW hinfährt und hier so, dass man Abstand von der Maschine und die Tür aufzumachen. Sonst kriegt man nicht die Tür auf. Carlos Medina liefert seit 11 Jahren nachts und tagsüber alles, was Crew und Gäste an Bord benötigen. Bis zu 50.000 Artikel pro Flugzeug. Essen, Getränke
Und bei dieser Trolley heißt Hygienise, es gibt Handschuhe, es gibt Medikamente, es gibt alles mögliche, was man braucht, außer Kerosin, Fracht und Passagier und Koffer. In der Nachtschicht arbeitet er mit zwei weiteren Fahrern. Tagsüber sind sie bis zu 10 Kollegen, die die Trolleys in den kleinen Bordküchen, den Galleys, verstauen. Okay, gut, bei der Nachtschicht oder Nacht hat weniger Leute, keine Stewardessen um diese Uhrzeit, keine Cleaning ist schon weg, kann man gut arbeiten. Aber bei der Tagesschicht in Transit sind Cleaning hier, Crew, neue Crew oder alte Crew noch, dann muss man zusammenarbeiten. Ich mag gerne Spätnacht. Spätnacht, weil mein Körper normalerweise braucht schon Bett ab 6 Uhr in der Früh. Lieber um 1.30 Uhr Feierabend machen, ist meine Lieblingsschicht. Aber darf man nicht oder immer die gleiche Schicht bekommen. Das ist auch recht, natürlich. Carlos Medina beliefert verschiedene Flugzeugtypen. Besonders bei Boeing muss man aufpassen, weil er dreht so. Bei Airbus ist es Schiebetür wie Schiebetür. Bei Boeing muss man wirklich die Abstand gut halten, sonst muss der Kofferraum wieder runter und zurück. Und richtig, bei Boeing ist es wirklich. Mit Erfahrung kriegt man das hin. Noch etwa 10 Minuten bis zum Abflug. Carlos Medina braucht jetzt nur noch die unterschriebenen Frachtpapiere. Jetzt tut die komplette, herzlichen Dank. Perfekt. Oh, wunderbar, denn schon Dienst noch. Und bis morgen vielleicht. Ciao, ciao. Tschüss. Seine Schicht dauert 8 Stunden. Mein Ziel, jede Schicht am Ende gut gemacht und nach Hause zufrieden und gut schlafen. Bis Fluglotse Christoph Lampe Feierabend hat, vergehen noch einige Stunden. Nur 5% der etwa 5000 Bewerber jedes Jahr schaffen den Eignungstest. Denn neben Teamfähigkeit geht es auch um das konzentrierte Arbeiten unter Stress. Man hat natürlich so, ich sag mal, individuell ein bisschen unterschiedlich, aber so gegen 3 Uhr irgendwie so ein biologisches Tief, wo der Körper einfach runterfährt und dann merkt man, dass es vielleicht irgendwie, dass ein bisschen kalt wird und die Müdigkeit kommt. Gerade dann muss man halt mal aufstehen oder Wasser trinken und sich mit den Kollegen unterhalten. Das hält auch wach. Entschuldigung, ich hatte mal mein Büro hier jetzt. Alles mal. Gut. Jetzt ist auch das Catering an Bord des Ferienfliegers. Alles in Ordnung, wir können fliegen. Für 160 Passagiere beginnt das Boarding. Hi, du darfst starten. Gerne, tschüss. Sind alle Gäste an Bord, fliegt die Boeing nach Spanien. Am Flughafen Hannover aber geht die Arbeit weiter. Am Tag.